Haben auch Sie keine Lust mehr, viel wertvolle Taktzeit für manuelles Verschrauben zu verschwenden? Gut, dann bleiben Sie dran und lernen Sie mehr über Atlas Copcos Schraubenzuführsysteme. Stopp. Bevor wir hier weitermachen, was ist denn überhaupt eine Schraubenzuführung? Ein Schraubenzuführsystem besteht generell aus drei Teilen. Teil 1, der Zuführeinheit. Diese vereinzelt Verbindungselemente, wie zum Beispiel Schrauben, und befördert diese automatisch in den zweiten Teil des Systems, den Zuführschrauber. Hier gelangt die Schraube automatisch vor den Schraubbit und wird verschraubt. Im dritten Teil der Steuerung sitzt die Intelligenz, die den gesamten Ablauf steuert. Und welche Vorteile ermöglicht eine Schraubenzuführung? Durch vollautomatisches Zuführen der Schraube kann wertvolle Prozesszeit eingespart werden, indem die Schraube nicht länger manuell eingefädelt werden muss. Dadurch bin ich auch unabhängig von der Geschwindigkeit des Werkers, denn das System bestimmt die Geschwindigkeit, nicht das Personal. Ist der Bit einmal verschlissen oder müssen etwaige weitere Wartungen durchgeführt werden, bietet unser System eine Schnellwechselfunktionalität. Durch einfaches Zurückziehen dieses Rings lässt sich das Mundstück abnehmen und ich kann den Bit ganz einfach wechseln. Aufgrund intelligenter Schraubfunktionen kann die Qualität sichergestellt werden, denn Fehlverschraubungen werden präventiv vermieden. Generell unterscheidet man zwei verschiedene Systeme von Schraubenzuführung. Zum einen solche handgehaltenen Systeme, die typischerweise an einem Balancer oder an einem Handlingsgerät befestigt werden, und stationäre Schraubenzuführung. Diese werden typischerweise in einer Roboterstation oder in einer Halbautomatikstation verbaut. Geeignete Applikationen für Schraubenzuführung finden wir bei Kunststoffverschraubungen, also beispielsweise bei Elektronikkomponenten, Displays, Mittelkonsolen, Türinnenverkleidungen oder bei Scheinwerfern. Aber auch bei Blech- und Stahlverschraubungen, wie zum Beispiel bei Haushaltswaren, Elektromotoren, Panoramadächern bis hin zum Trailerbau. Wie eingangs schon erwähnt, teilt sich jede Schraubenzuführung in drei verschiedene Komponenten. Das Herz dabei ist die Zuführeinheit. Diese fördert die Schraube zum Zuführschrauber. Unsere Zuführeinheit ist dabei ein Stufenförderer. Im Vergleich zu einem Vibrationswendelförderer bietet dieser den Vorteil, dass die Schraube weniger Vibrationen ausgesetzt ist. Durch weniger Vibrationen entsteht auch weniger Abrieb und damit weniger Verunreinigung und Verschmutzung im System. Gleichzeitig wird die Qualität der Schraube weniger beeinträchtigt und die Beschichtung der Schraube weniger angegriffen. Wie der Name schon sagt, führt der Zuführschrauber die Schraube zur Applikation. Durch den integrierten Pneumatikzylinder wird ein Zurückdrücken der Schraube bei Aufsetzen auf das Bauteil verhindert. Nach Betätigung des Starttasters wird die Schraube verschraubt und der Schwenkarm gibt die nächste Schraube frei. Durch die Schwenkarmfunktionalität wird die nächste Schraube bevorratet, während die aktuelle Schraube noch verschraubt wird. Somit können wiederum Prozesszeiten eingespart werden und bis zu 1,5 Sekunden pro Zyklus erreicht werden. Um die enormen Einsparpotenziale einer Schraubenzuführung aufzuzeigen, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Bei einem unserer Kunden werden Displays verschraubt, bis zu 1200 Stück pro Tag. Dabei werden pro Display 4 Schrauben angezogen. Früher noch manuell aufgegriffen, in das Display eingefädelt und dann verschraubt. Dies dauerte pro Schraube 5 Sekunden. Bei 4 Schrauben 20 Sekunden. Klingt nicht viel beim ersten Mal hören, jedoch kann durch die Schraubenzuführung diese Prozesszeit enorm eingespart werden. Mittels einer 4-Spindel-Synchronisierung inklusive Schraubenzuführung konnten wir die Prozesszeit von 20 Sekunden auf 5 Sekunden reduzieren. Was immer noch nicht wie eine besonders riesige Zeitersparnis klingt, ist es in Wirklichkeit aber doch. 15 Sekunden, das bedeutet pro Tag bis zu 5 Stunden Einsparung und bei einem Stundensatz von 45 Euro 225 Euro an Einsparungen. Eine Schraubenzuführung konnte sich somit also bereits nach einem Jahr amortisieren. Bei weiteren Fragen zu Schraubenzuführungen sprechen Sie mich doch einfach gerne an. Mich bei Atlas Copco Tools in Essen oder auch gerne einen meiner Kollegen weltweit.